Immer wenn der König erschien, spielten Trompeten. Und ich finde, die Trompete ist ein königliches Instrument und deswegen wollte ich unbedingt Trompete spielen. Mein Bruder spielte im selben Blasorchester Saxophon, aber das hat mich nicht interessiert. Ich dachte gleich, was aus mir ein Trompeter wird. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Eishockey und Trompete, aber dann sagte mein Lehrer Raimos Armas, dass ich daran denken müsse, dass man zum Trompetespielen Zähne braucht. Und wenn ich mit dem Eishockey weitermachen würde, hätte ich möglicherweise bald keine mehr. Deswegen dachte ich mir dann, okay, konzentriere ich mich aufs Trompetespielen. Ich hatte als Kind keinen Lehrer. Wir gingen ins Blasorchester und da gab es einen etwas älteren Menschen, der hin und wieder mal zum Unterrichten kam. Es waren vor allen Dingen die älteren Mitspieler, die zeigten eben, das greift man so und das greift man so, aber Grundlagenunterricht gab es damals nicht, außer im Ferienlager. Und ich traf dann glücklicherweise in einem frühen Stadium meinen späteren Professor. Ich will betonen, dass der Anfang sehr wichtig ist, dass man die Grundlagen sehr gründlich erlernt. Meiner Meinung nach kann man Trompete sehr gut spielen, sehr techniklastig, aber das Wichtigste wäre meiner Meinung nach, dass die Musik von Herzen kommt. Das habe ich von vielen guten Lehrern gelernt und natürlich durch die vielen, vielen Jahre, in denen ich gespielt habe. Zu verstehen, dass das Wichtigste ist, nicht das technisch perfekte Können. Das ist natürlich ein wesentlicher Teil des Musizierens, aber dass man die Musik hier findet. Sei es auch nur eine Tonleiter, aber dass der Klang von Herzen kommt und nicht nur technisch absolviert wird. Ich war bei vielen internationalen Wettbewerben als Juror tätig und ich bevorzuge denjenigen Musiker, die mit Herz und Seele musizieren, gegenüber denjenigen, die fehlerfrei wie eine Maschine spielen. Meiner Meinung nach könnte das dann auch ein Computer spielen. Nein, es ist wichtig, dass der Musiker sein eigenes findet, seinen Klang, etwas zu sagen hat und die Zuschauer erreichen will. Dann, wenn sich die Armhaare aufstellen, dann erreicht mich der Musiker und auch ich strebe danach, meine Zuhörer zu erreichen, ihre Gefühle anzusprechen. Man sollte sich alle Instrumente und alle Stilrichtungen anhören. Ich habe viel gelernt von Sängern, von Streichern, Holzbläsern und so weiter. Es lohnt sich, vielfältig zu hören, denn sehr oft passiert es Schülern oder Studenten, dass sie versuchen, das Spiel eines anderen zu imitieren. Aber genauso zu spielen wie jemand anderes ist sinnlos. Es gibt Maurice Andres oder Timofey Dokschitzers Klang. Und wenn man sie alle imitiert, dann haben wir am Ende nur noch schlechte Kopien. Es geht aber darum, seinen eigenen Klang in die Welt zu bringen, das eigene Ding zu machen. Und genau das meine ich mit Musik direkt von Herzen. Den eigenen Klang und Seele hervorzubringen. Dann hat man schon sehr viel erreicht, wenn man es schafft, sein eigenes zu entwickeln und nicht andere zu kopieren. Am meisten habe ich von Timofey dadurch gelernt, dass ich seine Auftritte verfolgte. Das erste Mal, als ich ihn live sah und seine Art, auf die Bühne zu gehen, beobachtete. Da hatte der Auftritt nämlich schon begonnen, als sich die Tür öffnete und er auf die Bühne ging. Es war so königlich mit anzusehen und für mich als jungen Burschen geradezu göttlich. All das, vor allem natürlich das Spiel. Man konnte schon an seinem Gang sehen, der kann nicht schlecht spielen. Es gehört eben alles zusammen. Wenn ich jetzt allerdings seine Art, die Bühne zu betreten, imitieren würde, wäre das lächerlich. Jeder muss seine eigene Art finden und entwickeln. Und das lernte ich durch das Verfolgen von Timofeys Auftritten. Es klang so berührend, dass öfters mal eine Träne floss oder das Herz vor Freude springen wollte. Es war so voll
Musik. musiikin täytteestä. Samoin myös Maurice Andreen jutut, mitä on Gleiches gilt für Maurice André, bei dem aus jeder Note eine Übermusikalität drang. Darum geht es. Egal welche Phrase es auch sei, sie soll von hier kommen und nicht von der Maschine. Ja, wenn du nur CDs hörst, dann ist das etwas anderes als im Konzert. Es fehlt die ganze Atmosphäre. Außerdem muss man lernen, dass Live-Spielen etwas anderes ist als im Studio, weil du mit dem Publikum und mit dem Orchester kommunizieren musst. Die Atmosphäre eines Konzertes ist sehr, sehr wichtig, weswegen jeder in Konzerte gehen sollte, wann immer möglich. Natürlich kann ich mich auch an der eigenen Nase packen. Nach 38 Jahren als Profitrompeter renne ich nicht mehr zu jedem Konzert. Aber ich habe viel gehört und höre immer noch sehr viel. Zum Beispiel bei der Lieksa Brass Week. Ist es wunderbar, wenn ich, nachdem ich das ganze Jahr mit den Künstlern Konzerte geplant habe und ihnen Werke vorgeschlagen habe, dann kann ich, nachdem ich selbst gespielt habe, ich versuche immer am Anfang zu spielen, danach kann ich nur noch die Konzerte der anderen genießen. Ich finde es wunderbar und lohnend, wenn ich nach einem Jahr Vorbereitungsarbeit ich nur noch zuhören und genießen kann, wenn Spitzenmusiker fantastisch spielen. Antavin juttu, että koko vuosi suunnitella, sitten lopussa sä saat vaan kuunnella ja nauttia, kun hienot soittajat soittaa hienosti. Silloin kun mä olin opiskelija ja tällä, niin mä menin kaikki mahdolliset konsertit kuuntelemaan, mä menin kaikki. Als ich Student war, ging ich in alle möglichen Konzerte. Heute heißt es, ah, das gibt's im Internet. Aber das ist doch nicht dasselbe, als wenn du es live hörst. Ich erinnere mich damals, als Doc Schitzer oder andere bekannte Musiker nach Finnland kamen, dann kamen aus dem ganzen Land Profis und Studenten, sich die Konzerte anzuhören. Wenn heutzutage jemand Bekanntes kommt, ganz zu schweigen von Finnen, dann interessiert das keinen. Und das ist wirklich sehr bedauerlich. Wenn man das mit Japan vergleicht, dort gibt es das noch. Wenn ich dort auftrete, kommen die Leute von Sapporo, um die Konzerte zu hören. Liikuttava asia joskus Japanissa jossain konsertoinut, niin joku on tullut jostain Sapporosta asti ihan vartavasti vaan kuuntelemaan. Tieto, että miltä haluaa kuulostaa. Miltä haluaa, että se on. Elementar wichtig ist das Wissen darüber, wie man klingen will, wie die eigene Trompete klingen soll und dann zu versuchen, das zu entwickeln. Dann bestimmte Eigenschaften wie die eigene Physiologie, Größe der Lippen, das Equipment. Aber das Equipment ist eigentlich nur ein winziger Teil. Nur so wenig. Der größte Teil passiert hinter dem Mundstück. Da ist der Musiker, da sind die Gefühle und da ist, was junge Leute noch nicht so viel haben können, da ist Lebenserfahrung. Das merke ich immer mehr. Ich lebe schon so lange und ich habe viel erlebt. Und das gehört auch zu meiner Musik. Das prägt meinen Klang. Das ist ganz natürlich. Das kann man auch nicht erzeugen. Das kann man höchstens üben, indem man beispielsweise eine C-Dur-Tonleiter spielt und sie traurig oder etwas wütend spielt. Und so kann man diesen Ausdruck der Gefühle trainieren. Aber das, wie man selbst klingen möchte, das muss man selbst entscheiden und entwickeln. Dabei hilft es nicht, nur Blechbläser zu hören, sondern auch Sänger und so weiter und sich bewusst zu machen, was einen da genau anspricht. Denn gerade die Gesangsstimme ist der Trompete in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich bezüglich Atmung und so weiter. Das ist etwas, über das jeder Trompeter nachdenken sollte. Meiner Meinung nach ist eine natürliche Atemtechnik eine grundlegende Säule. Dann natürlich das Wissen darum, was hier passiert. Andererseits muss man es in jungen Jahren nicht verstehen. Wenn es natürlich und gut funktioniert, einfach nur spielen. Oft passiert es, dass wenn man zu viel grübelt, wie es funktionieren sollte, dass genau das dann Probleme macht. Es ist dann eben nicht mehr einfach natürlich. Man sollte ein möglichst natürliches Verhältnis zum Spielen anstreben. Und dann geht es darum, dass, wenn etwas nicht gefällt,
Die erste Frage ist, würdest du das auf diese Art singen? Nein. Ja, dann sage ich, spiel es genauso, wie du es singen würdest. Das ist sehr wichtig. Meine Tochter spielt Posaune und mein Sohn Geige. Und ich sage ihnen auch, so würdest du das nicht singen. Denn es passiert sehr leicht, dass man unpassende Betonungen macht und so weiter. Man muss überlegen, wie man es singen würde, und dann soll es beim Spielen genauso klingen. Ja, man muss das gesamte Werk kennen und nicht nur einen kleinen Teil spielen. Sei es ein Konzert oder welches Stück auch immer, man muss es kennen. Bei Trompetenkonzerten muss man wissen, was im Orchester passiert, wie die Begleitung ist. Das muss man sehr gut kennen, sonst wird es schwierig. Und das sieht man sehr oft auch bei internationalen Wettbewerben. Ich verstehe ja, dass es teuer ist, einen Korrepetitor zu bezahlen. Aber wenn man beim Wettbewerb sofort merkt, dass der Kerl das da noch nie mit Begleitung gespielt hat, sondern nur seine Stimme geübt hat, dann sind die Schwierigkeiten überwältigend, wenn man die Begleitung nicht kennt. Und andere üben sogar nur die Stücke der ersten Runde, weil sie glauben, nicht weiterzukommen. Wenn sie dann aber doch weiterkommen, dann ist die Katastrophe perfekt. Also ich empfinde es als sehr beleidigend, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du hast einen tollen Sound, was für ein Mundstück spielst du denn? Nun ja, sage ich, die Dinger kann man ja überall kaufen. Es ist doch so, das, was zu mir passt, passt nicht unbedingt für irgendjemanden sonst. Kann sein, dass doch, aber das muss man ausprobieren. Aber es funktioniert einfach nicht, dieses, der spielt super und hoch damit. Kann ja sein, dass das auf dich nicht zutrifft. Da muss man den gesunden Menschenverstand bemühen. Menschen sind unterschiedlich bezüglich Körperbau, Lippen, Atmung. Dasselbe gilt für die Instrumente. Ich hatte das große Glück, die Familie Spada zu treffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist ihre Leidenschaft, exzellente Instrumente zu bauen. Und ich selbst bin interessiert daran, sie weiterzuentwickeln. Ich finde, sie können sehr gut Wünsche verwirklichen und falls etwas nicht funktioniert, bleiben sie dran, bis es dann richtig gut ist. Es ist schön, dass man nicht irgendwo etwas bestellen muss und das ist dann halt so, wie es eben ist. Die Yeehorns sind diejenigen Modelle, bei deren Entwicklung ich mitgearbeitet habe und die ich sehr mag. Sie müssen eine saubere Intonation und einen fantastischen Klang haben und das ist bei den Yeehörnern sehr gut gelungen. Siellä Japanissa se sensei eli opettajamestari on niin arvostettu, että se kaikki tekee. In Japan wird der Sensei, der Lehrmeister, noch sehr wertgeschätzt, so dass jeder in jeder Stunde alles gibt, um eine möglichst optimale Performance abzuliefern. In Europa ist das nicht mehr so. Dort hingegen sind alle so gut vorbereitet und wollen das Beste geben. Im Gegensatz zu Europa. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht liegt es daran, dass die Institute mehr und mehr an Respekt und Wertschätzung verlieren, um nicht zu sagen zusammenbrechen. Das, was man von öffentlichen Schulen hier liest, ist ja ganz schrecklich, aber so etwas gibt es in Japan keinesfalls. Für mich ist Reisen und unbekannte Umgebung anstrengend, wenn ich auch noch schlecht geschlafen habe und so weiter. Natürlich ist es manchmal so, dass ich etwas mehr pushen muss. Dann ist das Spiel nicht mehr natürlich. Ich weiß nicht, wie viel Außenstehende davon mitbekommen, aber mir bleibt dann ein schlechtes Feeling, wenn es nicht fließend war, ich zwingen musste. Natürlich hat jeder schlechte Tage. Es ist im Sport genauso wie beim Musizieren. Es ist eine ganz normale Sache. Viele hervorragende Spieler sagen, dass sie 2 Wochen vor einem wichtigen Konzert mit der Vorbereitung darauf beginnen. Sie reduzieren etwas den Überumfang, machen die anstrengendsten Übungen zuerst und dann 3-4 Tage vor dem Konzert machen sie nur das Nötigste, um optimal fit zu sein. Sitten todella vaan sille, että pitää yllä semmoista hyvää soittovirrettä ja sitten. Mut siihen ei niinku. Aber im Orchester geht das nicht. Wenn der Dirigent nach unten schlägt, dann muss man spielen.
Daher wäre es wohl schön, nur als Solist und vielleicht auch als Pädagoge zu arbeiten. Dann könnte man selbst entscheiden, wann man spielt und nur das dafür Nötige tun. Andererseits, wenn ich nicht im Orchester gewesen wäre, hätte ich so viele schöne Werke verpasst, denn dort im Orchester ist die schönste Musik. Oper, das ist das Zweite, ebenso schön wie im Orchester. Dort habe ich tolle Sachen erlebt. Koska siellähän se kaikkein hieno musiikki, no operamusiikki on toinen. Se on todella, todella upeata ja samoin siis toi orkesteri. Että kyllä mä oon siellä kokenut kyllä tosi, tosi hienoja juttuja. Mä oon vähän liian ahkera, että mulla on ollut ongelmia palautumisen kanssa, että mä harjoittelen liikaa. Ich bin zu pedantisch. Ich hatte Probleme mit dem Erholen. Ich übte viel zu viel und verstand nicht genügend zu pausieren. Ich musste das wirklich lernen, denn die Folgen davon waren, dass der Ansatz litt und die Ausdauer sich verschlechterte und das ist nicht wirklich gut. Sitten vaan se yleiskestävyys sitten vähenee ja se ei ole todellakaan hyvä. Liian vähän puhutaan, varsinkin sitten kun ruvetaan ammattiin. Es wird zu wenig gesprochen über die Bedeutung des Ausruhens, besonders dann, wenn man studieren geht. Nach und nach beginnt man jetzt, das zu verstehen. Sportwissenschaftler sprechen von 72 Stunden, die ein Muskel für vollständige Regenerierung braucht. Und ich erinnere mich nicht, wann ich mal 72 Stunden ohne Spielen war. Ein freier Tag in der Woche ist für Trompeter sehr gut. Aber das sollte man den Schülern nicht verraten, denn sie denken sich dann, dass man das dann doch öfters tun könnte. Meiner Meinung nach, wenn du nur eine halbe Stunde am Tag spielst, dann sollte es täglich sein. Das strebe ich an, sowohl für meine Schüler als auch für meine eigenen Kinder, dass jeden Tag gespielt wird. Aber dann, wenn man sehr anstrengend üben muss und im Orchester funktionieren muss, dann ist der eine freie Tag in der Woche sehr willkommen für den Kopf, den Körper und alle Muskeln.